Wir sind ja ohne Fragen in Zeiten der Verwirrung unterwegs. Und ohne jetzt ein Jammerlied zu singen, erkennt jeder, der ein bisschen die Augen aufmacht, dass es Männern nicht gut geht, dass es Frauen auch nicht so wirklich gut geht und vor allem, dass es harmonischen Beziehungen nicht gut geht. Die Gesellschaft ist so fragmentiert und atomisiert, dass viele Identitätsstörungen haben und gar nicht mehr wissen, was sie sind und auch nicht mehr, woher sie kommen. Und in den letzten Jahren, da sind ja auch immer mehr Angebote entstanden, die sich speziell der männlichen Identität widmen, was natürlich erstmal gut ist. Aber nach meiner Einschätzung sollte man da wirklich ganz genau hinschauen und Obacht geben, wem man da so folgt. Welche Ideale da so angepriesen werden und vor allem wie oder ob diese vorgelebt werden. Du weißt ja vielleicht schon, dass ich bei der ganzen MGTOW-Geschichte recht kritisch bin. Genauso und vermutlich noch mehr bei der Personalie Andrew Tate und deren Anhängern. Für mich mittlerweile eine absolute Comicfigur der Typ, ein Gauner und Schwindler sowieso, vor allem aber nichts, was den Grundfesten einer gesunden Gesellschaft auch nur ansatzweise förderlich wäre, und damit meine ich natürlich primär die Familie. Also der Typ ist für mich genau das, was Putin für die Russland-Falschversteher ist, oder auch was Gretel für die Klimakaoten ist, nämlich ein falscher Prophet und im Kern nichts, was dir wohlgesonnen ist. Besonders nicht, wenn du Europäer bist, sagen wir es mal so. Wir gucken uns gleich mal an, was MMA-Champion Sean Strickland über Tate zu sagen hat. Der nämlich scheint mir ideologisch ganz gefestigt zu sein und ich kann ihn schon eher respektieren. Hören wir mal rein. I'm also like, you know, take somebody like Andrew Tate. You seem to share a lot of similar values with him. We share a lot of values, but Andrew Tate, here's the thing about Andrew Tate, man, is, and as young men, I could see why you guys look up to him, because you are moralist men. You have no values. You have no positive male role models. So you latch onto a piece of shit like Tate, who has money, who has women. You say, no, I want to be like Tate. All my problems in the world, they're because women are fucking me. They're because this is fucking me. No, that's not it. So Andrew Tate is a con artist. Genau so sieht es aus. Und Tate prahlt ja sogar damit, wie er Männer abgezogen hat, sodass sie für leere Versprechungen die Hypotheken ihrer Häuser verkauft haben und ihm dann Zehntausende von Dollars überwiesen haben. You ever watch that interview where, let's talk about this. Yeah. You ever watch that interview where he goes on in detail about how he pretended to be a cam girl and used to rob people's savings? Girls do the webcams and then he was taking 100% of the earnings. And no. 100%? He also said, so this guy who is a utter con artist and he shows no remorse. Nee, Gewissensbisse, die hat Tate wirklich nicht. Und er zieht skrupellos Leute ab und beschwört gleichzeitig, wie verkommen und degeneriert doch die moderne Gesellschaft sei. Also ganz ehrlich, wie schwach oder verzweifelt muss man sein, um einem Tate zu folgen? Und ja, im Knast saß er übrigens nicht wegen des offenkundigen Trickbetruges, sondern wegen der Frauen, die er ja immerhin bezahlt hat. Und ganz ehrlich, das sagt ja auch einiges aus, wie das Establishment ihn eigentlich mag. Ganz abgesehen davon, dass er von Talkshow zu Talkshow tingelt. Ich meine, Tucker Carlson hatte ihn ja auch. Und für mich steht ganz klar fest, der Typ ist nützlich für das Establishment, nämlich um Männern noch mehr Schaden zuzufügen, indem er sie korrumpiert. That's what every OnlyFans girl is doing right now, though, too. Don't you think every OnlyFans has some assistant guy that's messing with these girls? You know OnlyFans? Yeah, yeah, I know. Every girl I know on OnlyFans, you guys, they don't even run their OnlyFans. So it's the same shit. Just so you know, all the top earners of OnlyFans, when you're on there talking to them, you're not talking to them, you're talking to a male assistant. But to see the way he talked with no remorse, it wasn't, you know what, man? I did something so morally wrong. I took advantage of men. I took money from men. It was like, nah, fuck them. Fuck them. I'm a con artist. I'm a piece of shit. But I'm telling you, Andrew Tate, he's not your messiah. He would turn you out for a dollar. He's a fucking pimp. He's a whore. Do you think anything he does preach is good and bad positive? And everyone but he's good and bad, but he's a con artist. What I'm saying is like,
For instance. Practice what you preach. Practice what you preach. Yeah. Andrew Tate found a con and he's running with it and he's making a lot of fucking money. Ja, ganz klar. Es geht ja nicht darum, jemanden anzuschwärzen, weil er Geld macht oder da irgendwie neidisch zu sein. Ich gönne das jedem, der ordentliche Arbeit leistet. Darum geht es also nicht. Tate aber, und hier kann man Strickland nur zustimmen, wie ich meine, der hat die ethische Anbindung verloren, beziehungsweise er hatte noch nie eine solche. Hier in Europa nannte man das ja einst noch hanseatische Kaufmannsehre. Und sowas kann ein Tate natürlich nicht haben, woher denn auch. Don't be like him. Don't want to drive a fucking Bugatti. And like, don't, Andrew Tate, you guys, there's so many better male role models to have. And he is the definition of trash. Ja, das fasst es ganz gut zusammen und ich zumindest kann hier nicht widersprechen. Übrigens würde ich es echt lieben, Tate und Strickland zusammen in den Ring steigen zu sehen. Das würde dann wahrscheinlich wie folgt aussehen. Ich danke dir fürs Zusehen, liken, kommentieren und abonnieren. Ciao, ciao. Ding, ding, ding. Let's make it 3 rounds, ma. 3-5. Let's see the influencer. Let's see the influencer. Come on, bro. You're gonna be a fucking man. Let's be the... Let's see the influencer. Arthur. Think about if you knocked me out, how cool that would look for your... You can actually accomplish something by doing nothing. You know, as this round progresses, this second knows it works for you. Double up the punch. We got 4 minutes. As we get closer to the 3-minute mark, you're about to feel a significant more amount of pain. They should be setting it in right now that nothing you can do can hurt me. And this is a moment. But as you're realizing, you're about to have a really bad fucking day in the next minute. He's hurt, he's hurt. He's about to draw a proper lift. Ooh. Yeah, nice, nice. Ooh. Good work. There you go. Oh. Pop it down, you stupid! That's a nice. Holy. You didn't fall down, Sneeko! You didn't fall down!